Es sieht erstmal so auf. Jo Leute, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich bin heute ein bisschen overdressed. Ich wollte gar nicht so aussehen, wie ich aussehe. Aber ich hatte dann auch keinen Bock, mich nochmal wieder abzuschminken. Schwierig. Also wenn du neu dazugekommen bist, ich sehe nicht immer so aus, als wenn ich gleich feiern gehe. Wir haben hier wieder eine Pinkbox und du kannst am Ende auch wieder eine gewinnen. Also, ich sag dir natürlich am Ende immer noch, was du dafür tun musst. Gut, aber damit würde ich sagen, quatschen wir ja nicht so lange. Und gucken uns das jetzt hier mal gemeinsam an. Es ist auch sehr schwer dieses Mal. Ich kann mir vorstellen, dass da wieder irgendeine Flasche drin ist oder irgendwas Schweres. Es sieht erstmal so aus, man hat immer, wenn nicht alle Produkte in die Box passen, so einen extra Hinweiszettel. Weil einige Sachen sieht man vielleicht nicht, also hier sieht man es jetzt ganz offensichtlich. Gucken wir uns das mal an. Oh, wir haben hier von Ebelin eine vegane Pflegebürste. Ultimativer Glanz, ultimative Pflege, 100% vegan. Okay, das ist cool. So sieht die aus, hat hier so eine Zwischenborsten noch. Gar nicht, ob man das gut erkennen kann. Also ich habe genau eine Haarbürste und das ist ein, nicht Invisibobble, nee, das war was anderes. Tangle Teaser. Diese, die so ein bisschen aussehen wie Pferdebürsten. Auf jeden Fall habe ich Pferdebürsten so in Erinnerung. Genau, das heißt, eine zweite zu haben ist ja gar nicht schlecht. Vielleicht zum Verreisen oder so. Ja, finde ich gut. Und vegan, Leute. Das sind auch coole Werte hier. Meine Meinung, ich will es nur nochmal sagen, ist übrigens nicht gekauft. Ich meine das alles ganz genauso, wie ich das sage. Und nur weil ich das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, muss ich nicht nur Gutes darüber sagen. Also ich sage euch meine ehrliche Meinung. The future is female. Ja, die finde ich total schön. Normalerweise kommen die ja im schlichten Pink. Kann es, glaube ich, nicht so gut sehen. Ne? Aber es ist auch schwierig, dieser Kontrast. Und dann ist da noch was Helleres drin. Das ist gehört nicht zu den Stärken meiner Kamera. Und wie immer, du bist schön. Könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also ich fühle mich an... Also Selbstliebe ist bei mir, da übe ich dran, da arbeite ich dran. Aber ich würde sagen, ich fühle mich über die Hälfte des Monats nicht schön. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr das seht. Alle, die sagen, ja, so wie du aussiehst, kannst du dich auch nicht schön fühlen. Ich weiß. So, dann gucken wir uns das erste Mal an, was ich hier raushole. Und zwar My New Hair Balance Everyday Shampoo Haar- und Kopfhaut für normales bis schnell fettendes Haar. Boah, ich habe auf jeden Fall schnell fettendes Haar. Aber was versteht man denn unter normal? Ich finde normale so eine... ist schwierig. Meine Haare sehen heute auch richtig seltsam aus, ne? Aber ich habe sie nicht gleich geföhnt und normalerweise habe ich so eine leichten Wellen. Aber wenn man sie direkt föhnt, dann kommen die gar nicht erst raus. Aber ja, habe ich nie getan. Also mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika. Ist auch vegan. Geil, ist das eine vegane Box? Das riecht ein bisschen speziell, aber vielleicht macht das ja gute Dinge für die Kopfhaut. Reinigt sanft das Haar und befreit es von überflüssigem Fett. Ja, das ist auch wichtig, deswegen wäscht man ja. Wirkt beruhigend für die Kopfhaut und hilft dabei, ein natürliches Gleichgewicht wiederzufinden. Das ist natürlich auch nett. Verlängert die Zeit zwischen zwei Haarwäschen, glaube ich nicht. Also ich müsste safe alle zwei Tage waschen, wasche aber nur alle drei Tage, weil ich denke, nein, meine Haare haben nicht mein Leben im Griff. So sieht es aus. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich bin gespannt. Ich habe ja eigentlich feste Haarseife. Immer mal wieder, wenn ich jetzt irgendwas geschenkt bekomme oder so, dann nehme ich auch mal ein anderes Shampoo. Aber in der Regel finde ich das immer besser, weil man weniger Müll produziert. Oder auf jeden Fall kein Plastikmüll produziert. Ich bin gespannt. Ich werde es einfach mal austesten und euch auf Instagram vielleicht Bescheid geben. Vielleicht vergesse ich es auch, aber vielleicht gebe ich euch auch Bescheid. Wir haben hier Aloe Vera Premium Gel für 90% reines Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit. Sowas finde ich echt cool. Ich weiß nicht, ob ihr LR kennt. Das ist ja so ein Schneeballsystem. Aber ich habe von LR schon mal ein paar Produkte ausprobiert, weil jemand aus meiner Familie in dem Bereich gearbeitet oder sich ausgetestet hat. Und da fand ich richtig viele Sachen gut. Das reine Aloe Vera fand ich total gut. Wenn du das auf eine Wunde gemacht hast, am nächsten Tag richtig toll. Dann die Zahnpasten von da fand ich auch mega gut. Das ist keine Werbung, ne? Ich mache auch keine LR und ich habe auch keinen LR-Vertreter, den ich euch empfehlen kann. Aber immer wenn ich an Aloe Vera denke, denke ich an LR. Und LR ist bei mir nicht so wie bei vielen anderen negativ besetzt. Warte, war das das richtige...
Die richtige Schlussfolgerung gerade? Ich weiß nicht. Ich hoffe, du hast es verstanden. Freue mich aber darüber und werde ich auch ausprobieren. Also vieles probiere ich ja immer nicht aus, aber sowas finde ich cool. Das nächste, was wir hier haben, ist von S. Oliver. So Pure. Ah, so ein Deodorant. Ja, das ist natürlich auch irgendwie cool. Da nehme ich eigentlich auch einen plastikfreien. Aber geil, das probieren wir mal. Oh, der riecht auch ganz gut. Kennt ihr das Lied? My Bestie and Your Bestie. We are friends forever. Nee, scheiße, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber es läuft bei TikTok hoch und runter. Davon habe ich einen Ohrwurm. Wie gut riecht es? Oh, das war ganz schön viel. Ja, das ging einfach direkt in die Lunge. Also ich finde es ganz gut. Würde ich mir selber nicht kaufen, finde ich aber gut, dass es da drin ist. So, das nächste, was wir jetzt haben, ist von Love Matte Devotion oder so. Non-Transfer Liquid Lipstick. So sieht der aus. Ich würde sagen, den machen wir mal auf. Komm, wir testen das. Wir testen das. Vielleicht erstmal auf meinem Handrücken und dann kann ich das eigentlich über meinen Dings ballern, den ich sowieso gerade. Ja, also es ist so. My best dear. Also es könnte eine Konsistenz sein, die ich sehr mögen werde. Eieiei. Das wird jetzt sehr rot, glaube ich, oder? Ohne Spiegel ist aber auch nicht so einfach. Sehe ich jetzt komisch aus? Kann sein. Weiß ich nicht genau. Sehe ich jetzt komisch aus? Das ist ja jetzt die schwierige Frage. Geht, oder? Nicht komischer als vorher. Du weißt, Lippenprodukte feiere ich total. Ich müsste jetzt einfach mal gucken, wie gut der hält. Weil was mich richtig nervt, ist, wenn ich nach jedem Schluck trinken das nachsetzen muss. Oder wenn ich irgendwie 10 Minuten mit jemandem geredet habe und ich dann gleich irgendwie wieder nachlegen muss. Aber wenn der gut hält, und auch matt finde ich ja ganz toll. Ich bin ja nicht so die glänzende Mausi. Aber dann kann ich mir das gut vorstellen. Und wie gesagt, er sieht so auch relativ nude aus. Nicht ganz so nude wie meine Farbe gerade eben. Ach, man sieht es auch nicht. Es tut mir leid. Es ist heute ist schwierig. Also Leute, die Box ist leer bzw. fast. Wir gucken uns jetzt nochmal zusammen die Zeitung an. Du weißt, meistens mein Special. Oh, okay, das ist natürlich spannend. Eat Smarter. Ja, Smart Essen, darüber lässt sich jetzt streiten. Für mich bedeutet Smart Essen, keine Tiere dabei zu quälen oder zu töten. Hardcore-Veganer am Start. Aber sicherlich meinen die mit Eat Smarter eher, ist besser, um besseres Körpergewicht zu haben. Und das ist ja auch schon auf jeden Fall richtig. Wir gucken mal rein. Es ist so grün. Ah ja, Mann. Also ich muss mich mal durchgucken, inwiefern hier auch vegane Sachen dabei sind, die ich machen kann. Aber es gibt so viele Rezepte in diesen Dings. Scheiße, ich wollte es mal nicht sagen, dass das mir am besten gefällt. Aber ich werde es wohl sagen müssen. Weil das ist schon wieder das Geilste überhaupt. Ah, okay, die Zeitung ist richtig cool. Was werfen wir alles weg? Tja, zu 34% Obst und Gemüse, tatsächlich. Aber wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich so eine Blaubeeren, die jetzt vielleicht nicht gerade Bio sind, bei Bio-Blaubeeren weiß ich es nicht, aus dem Laden holt, die muss man ja quasi an diesem Tag noch gegessen haben. Bei mir schimmeln die am nächsten Tag immer. Furchtbar. Vielleicht habe ich einfach nur Pech mit Blaubeeren. Aber wenn ich Blaubeeren esse, muss ich sie am gleichen Tag noch essen, weil sie am nächsten Tag dann irgendwie schon anfangen zu gammeln. Einlegen, einkochen, einfrieren. Ach, toll. Ich lieb's, Leute. Ich lieb's. Abnehmen mit Brot und Kuchen. Alter, wie geil wäre das, wenn man sich nur Schokokuchen schaufelt, so einen richtig schönen, richtig geilen. Gibt's auch einen veganen, glaub mir. Und du dann einfach trotzdem abnimmst. Und so mehr Scheiße du frisst, umso mehr nimmst du ab. Das wäre geil. Dann wäre ich aber skinny. Dann müssten wir bald aufpassen. Also, hier werde ich mich auf jeden Fall nochmal durchgucken. Das ist, glaube ich, ja, also wieder sau cool. Schön. Also, finde ich wieder am allergeilsten. Aber ich muss sagen, diese Box finde ich dieses Mal wirklich, wirklich gut. Also, Haarbürste finde ich super. Lippenprodukt finde ich jetzt auf dem ersten auf jeden Fall auch richtig cool. Shampoo, ja, kann man machen. Kann man machen. Deo finde ich auch ganz cool. Und dieses Aloe Vera Produkt finde ich auch richtig gut. Also das war meine Box hier, Leute. Diesen Monat war das meine Box. Cool. Richtig cool. Sag du mir auf jeden Fall gerne mal in der Infobox, wie du die Box findest.
Und ich habe ja gesagt, du kannst in diesem Video was gewinnen. Und das kannst du auch, indem du mit dem Hashtag Pinkbox und dem Lieblingsprodukt aus der Box mir in die Kommentare schreibst. Sätze beenden ist heute nicht meine klare Stärke. Dann, indem du einen Daumen hoch da lässt und natürlich Abonnent bist, weil das möchte ich ja meinen Abonnenten wiedergeben. Oft werde ich auch auf Instagram verlinkt, wenn die Boxen ankommen. Hat gerade erst die liebe Lisa gemacht. Stimmt es? War es Lisa? Nee, Juli. Ha, Juli. Sorry, Juli. Liebe Juli hat mich gerade erst verlinkt und hat auch ihre Pinkbox bekommen und sich sehr gefreut. Also nehmt da auf jeden Fall gerne teil. Ich übermittle eure Daten dann an Pinkbox, damit die es von da aus direkt losschicken, weil ich kriege keine 2 zugeschickt. Weil du wüsstest, bei mir würde das nochmal 6 bis 10 Wochen dauern, bis es dann bei dir ankommt, weil ich eine kleine Trönetrine bin. Aber Pinkbox schickt es dann immer relativ zeitnah los, nachdem ich den Gewinner übermittelt habe. Aber guck auf jeden Fall gerne nochmal in die Infobox, da habe ich alles nochmal genau aufgeschrieben, was du tun musst, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ja. Und Leute, ich habe ein richtig geiles Video bekommen. Richtig geiles Video. Ich habe einen Link zu TikTok bekommen und da hat ein Mensch, About Malte, Grüße gehen raus an dich. Hein, hein. Mach's gut, Knut. Bis deine Antenne. Auf jeden Fall richtig geile Sprüche und die werde ich jetzt mal abarbeiten. Mal gucken, welche wir davon noch nicht hatten. Ich suche mir mal einen raus schnell. Digi, das hatten wir noch nicht. Auch wenn es gar keinen Sinn macht, aber ist egal. Damit würde ich sagen, wenn du fleißig abonniert hast und Kommentar geschrieben hast und Like da gelassen hast, dann beenden wir jetzt das Video und damit würde ich sagen, ciao mit V. Macht gar keinen Sinn, aber ist okay. Ach so, habe ich eigentlich gesagt, von wem ich das Video zugeschickt bekommen habe? Grüße und ganz viel Liebe gehen raus an die Lisa, denn Lisa ist die Einzige, die hier an mich denkt. Ihr müsst mir mal ein bisschen helfen in den Kommentaren. Mit einem guten Rhyme zur Verabschiedung. So, jetzt aber Schluss. Mit Kuss.